Ich bin der Günther, ich komme aus der Bude. Willkommen zu einer neuen Folge der Pokémon Mystery Dungeon Virus Edition in Dumm. Für mich ist es mal ein bisschen anders gerade, weil es ist einfach einige Stunden früher, sonst nehme ich das immer gegen 7:45 auf zur Fernseh-Primetime. Dieses Mal haben wir 3 Stunden früher, weil ich heute Abend noch weg bin, deswegen ist es für mich ein bisschen seltsam. Deswegen bin ich gerade unter anderem weniger bequem angezogen. Es ist wärmer draußen. Mal gucken, wie sich das auswirkt. Angenehm ist diese Geschichte sowieso nicht. Eines der vielleicht storywichtigsten Kapitel der gesamten Saga steht heute bevor. Kapitel 17. Dunkler Konflikt. Ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Da ist ein Loch in meiner Kehle. Oh, er ist tot. Gut, dann kann ich ja doch gehen. Warum mache ich den Joke eigentlich immer wieder? Es ist nicht mehr lustig. Andererseits, das da auch nicht. Sie alle, es war sehr bequem. Ich dachte, ich müsste den ganzen Krieg alleine beenden. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Ich dachte, ich hätte am Ende alles verloren. Ich entschied, ich wollte Lord Ecke retten. Alter, der ist sogar ein Lord. Aber was ich als nächstes tun wollte, war in den Stern. Ich wusste nicht, dass ich etwas falsch machen würde. Ich dachte, es wäre sofort besser. Ich wollte mir keine Sorgen darüber machen, was ich tun würde. Es tut mir leid, es ist nicht deine Schuld. Ich muss ehrlich sagen, dass du deine Hilfe ohne Probleme angenommen hast. Also, nehmen wir gemeinsam am Finale teil. Alter. Warte, das muss ich gerade kurz checken. Die Playlist der Virus Edition in Dumm aber in Dumm aber 1. Ich sag's ja, ich werd hier einfach blöde. Also wie gesagt, das muss ich nebenbei kurz gucken. Das ist die falsche Virus Edition in Dumm. Das ist die richtige Walross Edition 3. Das ist Retter Team DX. Das ist es leider. Und zwar hatten wir da nicht sogar eine voll. Wieso ist in der Playlist der Walross Edition in Dumm 3-mal Folge 11? Und war das dann sogar die Virus Edition 2? Also ich bin mir zumindest sehr sicher, dass wir Hovava schon kennen. Aber ich dachte eigentlich auch, das wäre ein Titel, aber es ist wohl doch nicht. Hovava ist zurück. Die anderen antworteten überhaupt nicht, sondern schauten mich mit spirituellen Gedanken an. Hovava Finale? Was ist mit Kontrollen? Ich dachte, ich wüsste das. Besonders du, Günther. Du fühlst dich auch dunkel. Ich habe eine lange Erfahrung, wir haben unsere eigene dunkle Kraft. Meine Freunde haben nicht gelernt, was ein vernünftiger Befehl zum Denken ist. Ich auch nicht. Und das lerne ich hier auch nicht. Was ist los? Wollen Sie uns sagen, dass Sie alle 3 Experimente in 2 Tagen durchlaufen haben? Ich dachte, Sie sind gerade vor uns weggelaufen. Ja, ich wusste, dass du mich ansiehst. Ich schien nicht einmal zu wissen, warum. Gescheitert. Unser Plan ist völlig gescheitert. Digga, ich kann nicht mehr gescheit lesen. Ich kann mich null konzentrieren. Gerade was ist denn das für eine Scheiße? Aber ich muss das jetzt machen, sonst kriege ich die Folge nicht morgen online. Eigentlich hätte ich die schon gestern aufnehmen müssen, die hier. Aber hat zeitlich auch nicht geklappt. Keine Sorge, Günther. Zu diesem Zweck haben wir jetzt alles, was ich brauche. Und wer weiß, vielleicht hat mich das Ganze gestört und dazu gebracht, das nächste Experiment durchzuführen. Theoretisch war jetzt alles ein Erfolg. Es war eine großartige Zeit für mein Finale. Zumindest ist das meine Ansicht. Aber meine Freunde versicherten mir, dass es ratsam sei, zu warten, bis meine Wunden geheilt seien. Also haben wir eine vorbildliche Woche in der dunklen Welt verbracht. Dies dauerte nicht lange, denn Latias hatte im Wald vor der Höhle ein gut betroffenes Kraut gefunden und mich zu einer
und mich zu einer Art Medizin gemacht? Ich glaube, da habe ich schon wieder Thumbnail und Titel. Ansonsten habe ich ihnen ein paar Dinge geöffnet, die ich von ihnen erfahren habe. Ich sprach über meine Reise nach Video, über den kurzen Krieg gegen Iveltal. Ich sprach über Giratina, die zunächst etwas seltsam, aber gleichzeitig sehr freundlich wirkte und dann als Besitzerin der ertrunkenen Welt herauskam, Atlantis, und über Darkrai, unseren bekannten Feind, mit einer weitreichenden Vision und beispielloser Macht. Zuallererst denken sie an Geschichten über ihre vergangenen Erfahrungen, wie sie es in mir getan haben. Als wir 2 Tage lang suchen mussten und ich mit all meinen Geschichten endete, erzählte ich ihnen auch nochmal, was in der Dark Force Alliance passiert war. Die Woche verging und mir wurde klar, dass ich meine Freundin nicht wirklich verloren hatte. In diesen Tagen ist es Zeit, weiterzumachen. Wir waren alle zu ihren Diensten. Wir versammelten uns vor der Tür hinter unserer Welt. Es war weniger als 1 Stunde nach der Schlacht gegen Nick Schrosma. Das Finale war vorbei. Sag es nicht, sag es nicht, sag es nicht, sag es nicht. Na, wenn das Finale vorbei ist, dann... Ich werde diesen Joke immer machen. Das Orange vor uns war immer mit dunklem Purpur geschmückt. Es spürte die Anwesenheit dunkler Mächte. Ich zog es von mir weg und ging zu meiner Tür. Zu meiner Tür. Wie spreche ich das jetzt? C-O-U-L-D-D-I. Coldy kann uns nicht länger bremsen. Das Portal begann zum ersten Mal mit dem Erstellen von Reisehintergründen, als es plötzlich mit Hilfe unserer Linien so leicht aufgenommen wurde, dass wir sie nicht sehen konnten. Die dunkle Kraft hatte das Portal verlassen und war in ein weiches Pulver getaucht. Die nasse Kreatur versuchte nun es zu finden, aber als ob es nass wäre, wäre es nass. Ich komme mir echt vor wie immer YouTube-Kacke. Ich meine, irgendwie ist es ja YouTube-Kacke. Das ist Kacke und ich stell's auf YouTube. Wir haben uns lange nicht mehr gesehen, dumme Kreaturen. Hast du ernsthaft geglaubt, eine billige Kopie meines Rückens erstellen und mich damit besiegen kannst? Wie wunderbar. Alles klar, ich würde auch nur den Rücken der dunklen Macht kopieren. Die wahre dunkle Macht, der Besitzer von Lord Eckes Gefühlen, war bald vor uns. Unsere Erwartung war nur nass und windig. Wir sind gescheitert. Wir müssten an Ort und Stelle kämpfen und anstelle der dunklen Macht hätten wir keine Chance und es würde scheitern. Du solltest besser nicht gegen mich kommen. Du bist jetzt meine Gefangenen. Wir haben uns so sehr bemüht, ein bisschen zu kämpfen, aber es war nicht möglich. Sie schickte eins nach dem anderen. Nach ein paar Minuten hörte nur Latios und ich auf. Er sagte mir... Floink, das ist definitiv das Ende für uns. Ich habe immer noch die Macht, dich in die Schatzstadt dieser Welt zu bringen. Ich wollte noch einmal mit ihm reden. Das konnte er nicht. Ich war meinen Freunden untreu. Davon abgesehen gab es keinen Ausweg mehr. Aber bevor ich etwas über Verallgemeinerung sagen konnte, hielt ich mich auf dem Dorfplatz an. Nur. Geh weg. Ixulandin. Google Time! Warum habe ich jetzt aus Versehen mit scheiß E-Mail-Programm geöffnet? Ixulandin. Überraschung. Island. Das ist das Einzige, was es da findet. Ja. Jetzt muss ich erst wieder gucken, wo ich war. Aber ich konnte mich nicht gehen lassen. Meine Freunde waren alle verloren, aber sie gaben mir eine letzte Chance. Ich musste es benutzen. Wir mussten eine weitere dunkle Kraft bekommen. Meine Motivation stieg wieder. Einer wurde dort abgerissen. Die Stärke der Vögel ist mir egal. Ja, die legendären Vögel kamen ja auch nicht vor in der Virus-Edition. Aber ich kann auch nicht hierbleiben.
Ich habe nicht zugehört, ohne zu fühlen, mich zu verändern. Ziellos. Je mehr ich rannte, desto mehr Orte sah ich. Das wundert mich tatsächlich eher weniger. All dies schien mir interessant zu sein. Ich ging auf einer so großen Ruine und sah einen Schritt zurück. Und als ich einen Schritt zurück in den Wald der spirituellen Seelen machte, stieg er über mich. Wir sehen uns. Die, die ich hatte, bevor ich sie vom Geist der spirituellen Trennung erhielt. Meth. Crystal. Ich bin definitiv diesem Weg auf ihm gefolgt. Es war alles Meter für Meter. Aber ich habe hier niemanden gesehen im Wald. Nicht Günther, nicht andere Freunde und natürlich Lord Corner. Aber es musste noch ein bisschen Sinn machen. Wäre ich in der Lage gewesen, das Rätsel zu lösen, wäre ich möglicherweise die Tür zum Erfolg. In diesem Sinne kann ich mich zumindest ein bisschen glücklicher machen. Ich machte mich auf den Weg zu einem großen Berg, wie ich es heute kenne, am richtigen Ort, am richtigen Ort. Zu dieser Zeit hatte ich keine Pfanne, um das ganze Land unter diesem Berg zu sehen. Wenn nötig, werde ich einen Kleinen finden, der mir helfen kann. Ach cool, Sir, ich meine natürlich. Digga, warum nervt mich jetzt der Adblocker? Ich meine natürlich, ich habe keinen Adblock. Aber am Fuße des Berges war immer eine der seltsamen Kreaturen. Er ging nicht im Gegensatz zu allen anderen, er sprach anders. Unser Herr, du bist wieder hier. Ich verstehe nicht, warum dies für mich als Meister angesehen wird und warum es bedeutet, dass ich schon lange hier bin, obwohl das eine und das andere falsch war. Ich hab's verpasst und getan. Wie eine Meile zum Beispiel traf ich ein anderes Wesen. Wir haben lange auf deine Ankunft gewartet. Ich beschloss es zu ignorieren, wie die erste Alternative. Ja, das Kapitel ist halt schon sehr wichtig. Ich meine, das deckt alles über Floink auf, was man wissen muss. Und das ist wirklich einiges. Ich hab's verpasst und getan. Wie eine Meile zum Beispiel... Oh, habe ich schon. Nach diesem zweiten war dies jedoch nicht das Ende. Im Gegenteil. Während meines Aufenthalts hatte ich viele verschiedene Gespräche mit vielen anderen Menschen. Nein, hattest du nicht. Wir haben auf ihre Ankunft gewartet, Meister. Wo waren sie die ganze Zeit, Sir? Das ist vor vielen Jahren passiert. Ich war immer entspannter. Jeder, den ich als König sah, als Herrscher. Ich wusste, dass es nicht an meiner gewählten Rolle lag. Am Ende war es zu viel für mich, als keine Schattenkreatur in meiner Nähe war, anstatt die Weltall. Warum hast du uns nicht gesagt, dass du zu uns gekommen bist, Meister? Ich habe meinen Körper so gebrochen, weil nie eine tote Seele ausgegangen ist, um zu erklären, was hier geschah. Warum nennen mich alle Meister Iveltal? Antworte mir. Sie reagiert aber nicht auf meine Frage. Dies ist der Berg der Wahrheit. Sie werden die Wahrheit sehen, wenn sie vorwärts gehen. Also ging ich weiter. Meine Ankunft wartete auch an der Tür des Wohnzimmers auf mich. Meister, bist du in deinem Herzen, um dein Schicksal zu bestimmen? Meister Masterima, wasch es, was ist hier los? Gib es, wonach du suchst. Die Wahrheit ist über deine Zukunft. Ich hörte auf, als Giratina das sagte. Die Wahrheit über meine Zukunft. Etwas, das ich in Annus suchte. Ja, Vergangenheit, Zukunft, auch kein Unterschied. Nun endlich muss ich ihn sehen. Hier in einer zerstörten Welt. Über den Feind gesagt. Das war sehr wahr. War das die Identität, nach der ich gesucht habe? Ich habe den Schritt gemacht, um alles zu sehen. Darkrai versteckte sich immer auf den Felsen. Er sah die Welt an. Von hier und hier kann man alles sehen. Endlose Ankünfte. Wirklich weg, weil es hier keine mehr gab. Also hast du dich entschieden, nach Floink zu kommen. Ich glaube, da ist er tatsächlich immer. Endlich. Wenigstens jemand, der mich nicht Meister nennt. Giratina sagte, du gibst mir das Beste über meine Darkrai. Also, ist er noch nicht fertig? Die Antworten, die sie gesucht haben. Denken sie noch einmal darüber nach. Weimar hat uns während ihres Experiments unangenehm gemacht. Visioni war deine Meinung dazu. Weimar nennt die ganze Natur hier, um dich zu beherrschen. Verstehst du Floink nicht? Du bist der Herrscher dieser Welt. Jetzt habe ich meine Meinung geändert.
Punkt 1, das, was meine Träume mit ihr wahr werden ließen. Und Punkt 2, trotz allem, was sie sagte, war falsch. Du lügst mich an. Ich weiß, dass die dunkle Macht der Herrscher einer solchen Welt ist. Ich hab nichts anderes gesagt als Floink. Oder sollte ich mehr sagen, dunkle Macht. Dich zu sehen war eine Szene aus deinem Urteil. Zukunft. Du hast diese Welten besetzt und wolltest dein neues Königreich testen. Zu diesem Zweck, du in diesem Embargo, haben die parallelen Stile ihrer Freunde ein uraltes Ritual gebildet. Den Rhythmus des Gleichgewichts. Für diese Kraft des Lichts und der Dunkelheit müssen beide Seiten je nach Begleiter gemischt werden. Aber ihre Freunde wissen nicht, dass sie dunkle Kraft brauchen, um die Macht der Dunkelheit zu zerstören. Die Macht der Dunkelheit wurde unter ihnen aufgeteilt. Der Rest der Welt wurde aufgrund des Raums und der Zeit dieses Versagens unterdrückt. Dieser geteilte Körper, den du bist, ist Floink. Ich war erschöpft. Als solches kamen mir viele Ideen in den Sinn. Eine Apokalypse, tausende starben, Bulbasaur, eine perfekte Welt. All dies nur mit meiner Hilfe? Also hasste ich es so sehr für alles, was ich tat, aber es stellte sich heraus, dass es das war, was ich hatte. Aber ich wusste, Darkrai Maxime sagte, meine Erinnerung ist zurück, die Welt ist dunkel. Das soll ich jetzt überrascht wirken, dass die dunkle Welt dunkel ist, oder? Meine Armee. Trotz der Niederlagen ihrer Kameraden kam es jedoch zu einem Tod. Entgegen der Erwartung war die Hälfte der Dark Force-Alternativen ein normales Pokémon. Sie fühlten sich wie ein normales Pokémon. Jemand hier hat ihre Welt vor langer Zeit angesichts des Verlorenen gesehen. Aus der Dunkelheit. Aber du bist jetzt hier. Geh tief hinein. Du kannst deine Kraft für dich selbst freisetzen, wenn du es vergisst. Wir wollten nicht, dass du zuerst in der dunklen Macht kämpfst. Du weißt, wer du bist. Nein, wenn er dich tötet, wird er seine neue Kraft bekommen. Er wird alles zerstören. Aber jetzt, mit deiner wirklichen Kraft, kannst du Erfolg haben. Fun Fact. Rein theoretisch wäre, wenn die dunkle Macht mit Floink fusioniert, hieße das Wesen gar nicht dunkle Macht. Es hieße dunkler Magier. Das ist der originale Name des Wesens. Ich ging tief hinein. Ich sah die Bilder vor mir. Den Krieg, die Zerstörung, den Ruhm und die endgültige Zerstörung. Und dann die unglaubliche dunkle Kraft floss plötzlich durch mich. Die ganze Kraft. Mit dieser Kraft konnte ich alles kaufen. Also Geld. Als ich meine Augen wieder öffnete, hatte Darkrai ein Feld vor mir aufgestellt. Ich war Gil in der Dunkelheit. Meine Augenbrauen waren rot. Das ganze Original war auf meiner Haut gerötet. Also man kann sagen, ja, die Haut des dunklen Rächers ist rot. Dies ist der dunkle Rächer, die zweite der dunkelsten Macht und die wahre Wahl der allen Welt. Ich hätte nie daran gedacht, aber nur einmal in meinem Leben. Lebe gut, schwebe. Daran habe ich noch nie gedacht. Ich glaube an deinen Erfolg. Plötzlich wieder in der Höhle, in der ich gerade meine Freunde verloren hatte. Ich konnte jetzt das Portal überqueren. Ich musste. Aber am Anfang wollte ich zusammenfassen, was ich mit welcher Kraft anfangen kann. Als Dark Avenger kämpfte ich am Anfang mit der Bedeutung von Gedanken. Ich teleportierte mich, zögerte, zitterte. Das sind super Fähigkeiten. Konnte Dinge tun, die Darkrai tun konnte. Es war herzzerreißend. Aber jetzt war diese Zeit vorbei. Ich musste die letzte Schlacht beginnen. Gegen und nur ich. Ich konnte nicht glauben, dass ich die Macht der Dunkelheit war. Aber sofort war das Schicksal aller Welten vorbei. Ich habe nach meiner neuesten Portalerfahrung gesucht. So, und das war's mit der heutigen Folge der Valros-Edition. 2, aber dumm. Und in der nächsten Folge beginnt dann das Finale der Geschichte. Noch 3 Kapitel, dann bin ich erlöst. Wenn ihr das seht, sind es noch 9 Tage, bis die Geschichte zu Ende ist. Heute wird halt auf dem Thumbnail und im Titel wahrscheinlich Floink einfach als Medizin umgesetzt. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like auf dem Video da, ein Abo auf dem Kanal, falls ihr das noch nicht getan habt. Bis bald und ciao.